Auf diesem gottverlassenen Fleckchen Land ausgesetzt hast, ist dir was Wichtiges entgangen, mein Guter. Ich bin Captain Philipp Hopf. Oh ja, mögen Sie Popcorn? Ich liebe Popcorn. Also, ich muss durchstarten, das ist eine Popcornmaschine und hier wird heute Popcorn gemacht und ich mache eine Palantir-Analyse für Sie. Diese Palantir-Analyse muss schnell gemacht werden. Mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der AKC Management. Heute das Thema Palantir, das gönn ich mir. Wir zeigen mal den ersten Chart hier. Das war vor Wochen noch, wo wir die Analyse zu Palantir gemacht haben. Sie wissen jetzt besser, um welches Unternehmen es geht. Da haben wir gesagt, okay, wenn der Markt hier dreht, über der roten Linie von 17,06 $, dann haben wir die Chance, dass hier das Tief ausgebaut wird. Da hatten wir auch mehrere Unterstützungen des 78,6er, des 88,7er und eben das 61,8er Fibonacci goldene Schnitt. Alle sind durchschnitten worden, wir sind runtergegangen und jetzt muss man ganz klar sagen, wenn wir uns das auch von der Indikatorenseite anschauen, auch von Herrn Kaiser, unserem Aktienmarktspezialist, der extra eingewirkt hat und gesagt hat, sein Primärszenario, dazu werfen wir jetzt einen Blick auf den zweiten Chart. Sehen Sie, hier ist ganz klar, und das habe ich jetzt etwas gewechselt, wir hatten die große 1 hier, ja, übergeordnete Welle 1 bei 45 $, kommen jetzt runter in der Welle 2. Welle 2 ist jetzt also nicht das bisherige Tief gewesen bei 17,06, sondern wir kommen hier stärker tiefer runter, nochmal. Und unsere aktuelle Aussage ist, dass die Wahrscheinlichkeiten jetzt klar überwiegen, sollten wir nachhaltig unter die 17,06 fallen, wir stehen jetzt gerade bei 16,56 $, dann werden wir wahrscheinlich den Bereich um die 8 bis 10 $. Wahrscheinlich ist die Unterkante 78,6er bei 9,63 $. Ich bin ja selbst sehr stark eigentlich bei Palantir investiert. Ich stehe jetzt gerade, ich meine, mit 27% ungefähr minus. Ich habe vor drei Tagen nachgekauft nochmal. Es wird hier also wahrscheinlich nochmal tiefer runtergehen. Langfristig gesehen und langfristig meine ich, unser Ziel ins Jahr 2025 sind hier 90 $ mindestens oder mehr. Wenn ich mir das also insgesamt rausrechne aufs Jahr, dann komme ich trotzdem mit meiner Erwartung von ca. 25-30% Wachstum einer Aktie pro Jahr hin. Das ist meine persönliche Erwartung. Ich werde hier wahrscheinlich noch ein tieferes Minus sehen, aber das wollten wir jetzt einfach mal, denn das Popcorn ist lecker und wartet jetzt darauf gegessen zu werden, wollte ich Ihnen das einfach mal mitgeben. Wahrscheinlich sehen wir hier einen tieferen Abverkauf in den Bereich von roundabout 9 bis 10 $ runter. Wir werden das weiter verfolgen, wenn wir in den Bereich reinkommen, dann ein Reversal, dort kann man nochmal stark nachlegen und dann sehen wir, dass die nächsten Jahre aber auch wieder stark hochlaufen. Also ich hoffe, das Ganze hat Ihnen gefallen. Als kleines Outro wollte ich noch eine kleine Nachricht am Wochenende mit dazugeben. Erstens einmal vielen, vielen herzlichen Dank. Es bedeutet mir wirklich viel für die ganzen Glückwünsche, die wir bekommen haben zu den 70.000. Ich wollte das jetzt noch nicht groß ansprechen. Das werde ich morgen in einem Special-Video machen. Wir wachsen ja gerade in atemberaubendem Tempo wieder weiter. Das bedeutet mir wirklich ganz arg viel, dass diese respektvolle Dankbarkeit im gegenseitigen Einverständnis hier nach wie vor da ist und wächst. Ich werde morgen ein Special-Video machen. Dort wird es auch ein Special für alle Leute geben. Deswegen schauen Sie sich morgen auf jeden Fall das Video zu den 70.000 an. Ich wünsche Ihnen jetzt ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie es gut. Danke.